Hallo, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Mit mir Playman steigt er wieder ein ins Geschehen und wir gehen in die Welt 4-3, bevor wir zu Wendy gehen. Und der Strandflair ist einfach nur genial. Hier habe ich auch kurz überlegt, ob ich hier mal ein super Video mache. Also, falls ihr nicht wisst, wovon ich gerade rede. Ich habe, ja, guckt mal in meinem Kanal, da gibt es ein Video, wovon ich ein Superspiel von diesem Spiel gemacht habe, also wo ich perfekt durchgerannt bin. Und da habe ich erst überlegt, ob ich das in diesem Level mache. Gut. Wow. Das braucht ich sogar dafür, glaube ich. Ein Stern. Er ist ein Freund zurück. Bin ich heute wieder sozial? Oh ja, den braucht man sogar jetzt. Es gibt nämlich auch Röhren, die extra dafür gedacht sind. Oh, wie süß, hier ist ein Herz. Ich traue mich aber nicht wirklich, hier noch mehr als wie die Sternmünze einzusammeln. So mache ich erstmal klein bleibe. War gerade echt kritisch. Gibt's da oben was? Nee, keine Ahnung. Ach, da hätte ich sogar auch noch. Ah. Schade. Mario Time. Damit gibt es die endgültige Verbindung zum Schloss und uns kann nichts mehr halten, reinzugehen. Wenn ich jetzt klein mache. Und ich erwähne es nochmal: kleiner Mario, dann ist man sofort kaputt. Obwohl es ein Update, ein Power-Up ist praktisch. Es ist einfach. Ich weiß nicht, ob da links, ich denke mal nicht, weil wir gerade schon eins hatten, was ich coolerweise sofort verloren habe. Und komm her. Alles klar, Herr Kommissar. Da oben ist die erste Münze. Und perfekt. Hier brauchen wir einen, wobei brauchen wir noch nicht mal. Doch, brauchen wir. Ein etwas höheres. Ich habe keine Lust, hier einen Doppelsprung auszuführen, deswegen warten wir einfach. Ist ja legitim. Schauen, was hier alles abgeht. Auf jeden Fall hier Münzen. Aufpassen, dass ich alles finde. Hier gibt es auf jeden Fall auch einen geheimen Gang. Also damit meine ich nicht diese Münze hier, sondern auch einen richtigen, ich glaube sogar Secret Exit. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Ich glaube, ich bin es nicht. Ich weiß nicht, was hier ist, aber hier ist auf jeden Fall auch noch irgendwas. Aktivieren. Und mal gucken, ob da noch was war. Nee. Okay, nimm's dir. Gibst du mir das Leben her? Leben.
wirft der denn da das Teil weg? Hallo? Mario. Ich glaube, ich bezahle dich zu gut, ja? Denkst du, du könntest ja alles machen? Gut. Auch eine nette Idee, das hier. Mit diesen Klötzen. Und hier ist wirklich die Gefahr, dass man eingequetscht wird, wieder sehr groß. Zum Beispiel da, wo er gerade runtergefallen ist. Hier sind scheinbar keine versteckten Sachen. Schön. Schön, dass ich hier sofort hochgekommen bin. Das sieht irgendwie geheimnisvoll aus. Deswegen will ich das versuchen, da reinzukommen. Und da ist nichts. Haben sich die Entwickler umsonst dahingestellt. Wow. Ich brauche so ein kleines Teil, sonst komme ich hier nicht durch. Gut. Jetzt heißt es schnell agieren und sich nicht plattwalzen lassen. Da war auch der geheime Gang, den zeige ich euch später noch. Oh, hier sind Münzen und eine Feuerblume. Ja, Feuerblume besser als Eisblume. Ich dachte schon, da wären nur Münzen. Wendy. Schön, dass du dich so erschrocken hast. Brauchst du nicht. Ach, diese Ringe. Bist du beim Ballett oder was? So, während sie so in dem Stadium ist, bringt das nichts. Aber man kann ja mal so tun, als ob. Komm, ich kann auch Ballett, hast du gesehen? Gut, wirklich schwer ist die nicht. Kann man nicht sagen. Mario fragen. Mit dem Ballettsprung weggesprungen. Und zwar ins Castle. Jetzt wird uns die Möglichkeit gegeben zu speichern. Und den, oder den Tod zu retten. Ich entscheide mich für erstes. Und gleichzeitig gehen wir nochmal rein. Denn wir suchen ja alles zu 100%. Alle Exits, alles, alles. Ich jetzt praktisch nur noch durchrasen, weil zu Beginn, wir haben ja alle Sternmünzen, ich muss nur noch zum Exit. Da brauche ich auch jetzt gerade nicht auf irgendwelche Leben zu achten oder sonstiges, ist vielleicht auch mal ganz angenehm. Schön, dass das Rasen bei mir heißt kriechen, aber geil. Doch. Auf jeden Fall mal aktivieren, weil wer weiß, ob wir es beim ersten Mal versuchen schaffen. Alles klar. Ganz knapp, das war echt Pixelarbeit. Und den zweiten habe ich natürlich auch verfehlt. Alles klar. Ha? Das schaffen wir noch vor dem nicht unbedingt. Vor den auch nicht, aber jetzt. Das
Fische hier oben. Hehe. Geil. Jetzt kommen wir zum Secret Exit, aber nur wenn wir jetzt. Also ich weiß nicht genau, welche Höhe das ist. Links in der Wand auf jeden Fall. Oh no. Da war er. Also ich hätte sofort loslaufen müssen. Ja. Gut, da wir das jetzt wissen, können wir auf jeden Fall die Flagge hissen. Nein. Was für Bad Witze hier wieder sind. Cool, ich nehm die Blume mit. Das finde ich ein bisschen dämlich von Nintendo, dass sie das so programmiert haben, dass das da drauf landet. Endlich. Aber was soll's. Dafür haben sie ein richtig geiles Spiel gemacht, was echt einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad besitzt. Hier müssen wir einfach warten, das geht nicht anders. Jo, so ein kleines Steinchen kann einen auch töten. Natürlich kommt jetzt so ein dicker Oschi. Ah, jetzt geht's. Dieses Mal müssen wir es schaffen. Ja, habt ihr gesehen, so geht das, aber ziemlich knapp das Ganze. So, Secret Exit. Ah, zur Kanone führt das. Sehr gut. Speichern, in der Tat. Und dann gehen wir auch noch zur Welt 4-4, denn wir liegen sehr gut in der Zeit. Jo. Oh nein. Das ist wirklich eins meiner Hasslevel. Es ist erstens ein Hasslevel, weil es Wasser ist. Ein Wasserlevel, ich hasse grundsätzlich die Wasserlevel. Und dazu noch diese Oktopusse. Die sich so ganz komisch bewegen. Noch nie was von wegen Freizeit gehört. Ja, nee, ist klar. Ich hätte sogar noch geschafft, seht ihr, wenn ich die eine. Da haben wir aber schon das, die Hälfte. Aber nicht, dass ich hier irgendwie eine Münze verpasse. Ich glaube, hier war noch nichts, aber es ist schon strange, dass ich jetzt hier noch nicht. Den habe ich mal wieder nicht gesehen. Und den da habe ich gesehen und bin hier auch noch ausgewichen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn gesehen, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Okay, hier müsste doch ein Stern drin sein. Okay, war es nicht. Okay, was haben wir denn hier? Herr von Mr. Riesenfisch? Willst du dich wohl unterstehen? Willst du dich wohl unterstehen? Dir geht's wohl zu gut! Naja, ich hätte mich noch nicht mal opfern müssen. Wenn ich sofort abgehauen wäre, wäre ich jetzt noch am Leben. Oh, no. Genau so. Genau so habe ich mir das auch schon ausgeknobelt. Go.
So, Freunde. Genau diesen, der ist nämlich richtig assi, der hier. Ihr seht schon, wie fies das hier gemacht ist. Als ob die Entwickler kein Leben hätten. Und sie denken, als andere, das Leben eines anderen Spielers so zu zerstören. Hier drin war nichts, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich lasse es lieber mal. Und die Kids auch noch. Geht doch nach Hause, ey. Haut ab! Was macht ihr denn? Ist das total bekloppt? Wirft seine Kinder weg und die verschwinden. Geht von dem P-Switch-Schalter weg, bekloppten Hund. Ich zeig dem gerade so eine Faust hier. Na komm, die können doch nichts dafür. Das sind nur Fische. Tintenfische. Genau genommen sind es keine Tintenfische, sondern Tintenschnecken. Falls ihr botanikmäßig was lernen wollt von diesen sensationellen Tieren. Also, auf im Kampf gegen die Tintenschnecken. So, und jetzt muss ich mich schon wieder sputen, wenn ich das jetzt in einem Part lösen will. Beschwert euch bei den Tintenfischen, wenn es nicht klappt. Die haben mich genötigt. Ah, jetzt habe ich eine Idee. Ich muss tatsächlich zu dem einen Fisch, weil sonst geht das nicht. Entweder ich mache mich groß, das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Die zweite ist es, den Fisch nochmal zu besuchen und mir da den Stern zu holen, wenn da wirklich ein Stern ist. Also auf jeden Fall das Rechte. Der hat schon einen ordentlichen Beißer hier. Kann man nicht anders sagen, Herr Fisch. Sie sind schon ganz ein schlauer Hund. Ich teste jetzt nicht, ob ich den damit ownen kann. Sondern mein heißbegehrte, ich möchte unbedingt diese hier plätten. Um hier reinzukommen. Ah, ich brauche einen Pinguin. Aus diesem Grund hat Nintendo sich gedacht, ich setze hier zwei Itemboxen hin, damit man, auch wenn man klein ist, einen Pinguin auf jeden Fall bekommt. Das ist extrem großzügig. Und der Fisch, der lässt auf sich warten. Komm Fisch, ich hab Futter. Ich hab doch Futter. Komm, lecker Chicken McNuggets. Komm. Du bist hier, Fisch Mac. Yo, man. Geil. Was ist denn hier drin? Noch einen. Was ist hier drin? Noch ein. Was ist denn hier drin? Auch noch ein. Sehr gut. Also hier ist glaube ich auch die letzte. In der Tat. Und damit verabschiede ich mich. Und ich sehe gerade, das könnte durchaus einer meiner längsten Parts geworden sein. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Da wäre ich abgesoffen. Bis dann, euer Playman. Ja. Bis dann und ciao. Da begeben wir uns nächstes Mal hin.
Bis dann.